Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem Nachhilfevideo. Diesmal haben wir ein weiteres grafisches Beispiel gegeben und zwar geht es diesmal um das Thema Reibung, also Haften und Gleiten und zwar grafisch. Gegeben haben wir diese Schubkarre, die auf einer schiefen Unterlage steht und die hat eine Beladung der Gewichtskraft Fg sozusagen. Ja, das ist gegeben, Fg 3 kN. Gegeben ist ebenfalls der Haftgrenzkoeffizient μh mit 0,3. Und gefragt ist jetzt, ob dieses System im Gleichgewicht ist. Ja? Es ist also hier keine Kraft oder ähnliches explizit gefragt, sondern wir sollen lediglich überprüfen, ob dieses System bei gegebenem Neigungswinkel der schiefen Ebene, bei gegebener Kraft und bei gegebenem Haftgrenzkoeffizient im Gleichgewicht ist. Ja? Oder ob das eben hier den Hang hinunterrutschen würde. Nun gut, wie gehen wir hier vor? Schauen wir uns zunächst einmal die Berührpunkte dieser Schubkarre mit der Unterlage an. Das ist einerseits in dem Punkt und einerseits hier. Ja? Bei der Rolle wissen wir auch sofort, in welche Richtung die Auflagerkraft zeigt. Ja? Denn das wissen Sie, bei einer Rolle, das ist wie bei einem Loslager, diese Kontaktkraft, die kann nur im rechten Winkel auf die Unterlage stehen. Ja? Die kann ich daher sofort einmal schon einzeichnen. So. Ebenfalls kenne ich die Wirkungslinie der Gewichtskraft Fg. Ja, die kann dann nur entlang dieser Vertikalen hier gehen. Nun ja, und jetzt habe ich lediglich einen dritten Berührpunkt und wir wissen, die Auflagekraft hier, die muss durch den Punkt gehen. Und wenn wir lediglich drei Kräfte haben, dann sind drei Kräfte im Gleichgewicht, wenn sie einen gemeinsamen Schnittpunkt haben. Daher muss die Wirkungslinie dieser Auflagekraft hier genau diese Richtung haben. Ja, jetzt haben wir bereits die Richtung aller Auflagekräfte ermittelt. So, wie können wir jetzt überprüfen, ob das System im Gleichgewicht ist? Und jetzt kommt folgender Zusammenhang ins Spiel und der ist ganz, ganz wichtig für alle grafischen Beispiele zum Thema Reibung. μh ist Tangens vom ρh. ρh ist der sogenannte Haftgrenzkegel. Ja? Wir müssen jetzt sozusagen die Möglichkeit finden, wie wir diesen Reibungskoeffizienten μh 0,3, wie wir den grafisch umsetzen können. Und das macht man eben in Form eines Kegels. Wir zeichnen also an dem Punkt, an dem Reibung herrscht, einen Kegel ein, ja, sprich einen Winkel auf beide Seiten einer normalen, das ist dann ein Kegel. Und dann können wir das Gleichgewicht überprüfen. Und zwar geht das folgendermaßen. Zuerst müssen wir jetzt mal schauen, wo tritt hier überhaupt Reibung auf? Naja, das ist natürlich ganz klar an dem Punkt. Dieser hier ist natürlich reibungsfrei, denn hier geht die Kontaktkraft nur im rechten Winkel auf die Unterlage. Ja? Das heißt, hier herrscht Reibung. Das heißt, hier müssen wir jetzt auch den Haftgrenzkegel einzeichnen. Und das geht jetzt eben, wie gesagt, mit dem Zusammenhang. μh ist Tangens ρh. μh ist 0,3, das wissen wir aus der Angabe. Und Tangens vom ρh ist Sinus ρh dividiert durch Cosinus ρh. Also ρh wäre dann der Winkel sozusagen. Ja? Jetzt ist das 0,3 ja aber nichts anderes wie 3 durch 10. Ist so wie Sinus ρh zu Cosinus ρh. Und hier sehen wir schon, wie wir das Ganze zeichnen müssen. Wir können ja anhand der Normalen hier, ich zeichne die mal ein, wir zeichnen hier mal eine Normale ein. Also eine Linie sozusagen, die im rechten Winkel hier auf die Unterlage steht. Und jetzt wollen wir hier einen Winkel dranlegen. Naja, jetzt können wir ein rechtwinkliges Dreieck einzeichnen und wissen, die Sinusseite muss im Verhältnis 3 Einheiten lang sein, sowie die Cosinusseite in der gleichen Einheit 10 Einheiten. Ja? Das heißt, jetzt können wir Folgendes machen. Wir zeichnen zum Beispiel einen Zentimeter hinauf. So. Und Sinusseite 3, also demnach dann 0,3 cm, also 3 mm nach rechts. Dann halte ich diesen Punkt hier. Ja? Oder man macht das Ganze etwas genauer. Natürlich, je größer man das zeichnet, desto genauer wird es. Ich verdopple jetzt einfach mal die Einheiten. Ich zeichne 2 Einheiten hinauf und demnach 6 mm nach rechts. So, ja? Und dann habe ich hier einen Winkel. Und das hier ist dann auch schon dieser Winkel ρh. Ja?
zeichne es noch zum besseren Verständnis auf die andere Seite auch ein, dass man dann wirklich hier den Kegel sieht. Wir haben gesagt, das waren 6 mm. So. Das wäre dann sozusagen dieser Haftgrenzkegel und das wäre der Winkel rho h. Also ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck dran gelegt, Cosinusseite eine Einheit, Sinusseite 0,3 oder 10 und 3 Einheiten. Ja? Wie gesagt, je größer man das zeichnet, desto genauer wird das natürlich. Ja? Und jetzt kann man das Gleichgewicht ganz leicht überprüfen. Jetzt gilt nämlich Folgendes, liegt die Auflagerkraft innerhalb dieses Haftgrenzkegels, dann herrscht Gleichgewicht und liegt diese Kontaktkraft außerhalb des Haftgrenzkegels, dann beginnt das System sich in Bewegung zu setzen. Naja, und hier lautet die Antwort auf die Frage natürlich, das System ist nicht im Gleichgewicht. Denn das ist die Wirkungslinie der Auflagerkraft, ja, hier hinauf, und hier ist die Wirkungs-, also hier ist dieser Kegel und der Winkel. Naja, das liegt nicht innerhalb, das liegt außerhalb und daher ist das nicht im Gleichgewicht. Eine weitere typische Fragestellung könnte natürlich sein, wie groß, ja, muss dieses μh jetzt mindestens sein, dass das schon im Gleichgewicht ist. Ja? Denn dieser Haftgrenzkoeffizient ist eindeutig zu klein. Wenn wir den erhöhen, ja, wenn wir den Wert von 0,3 erhöhen, dann erhöht sich auch dieser Wert hier oben im Zähler. Demnach erhöht sich hier die Sinusseite, das heißt, der Winkel wird weiter, der Öffnungswinkel wird größer. Ja? Das heißt, wie groß muss jetzt der Winkel mindestens sein, dass das System im Gleichgewicht ist? Naja, die Wirkungslinie der Auflagerkraft, die verändert sich ja nicht. Das heißt, dieser Haftgrenzkoeffizient muss mindestens so groß sein, wie der Winkel, wenn diese Seitenlänge vom Winkel genau mit dieser Wirkungslinie der Auflagerkraft übereinstimmt. Okay? Das wäre dann genau der Winkel. Wenn er größer ist, ist er natürlich auch im Gleichgewicht, wenn er noch größer ist. Aber so groß muss er mindestens sein. Das heißt, man kann dann hier wieder einfach diese Strecke abmessen und vom Winkel her zurückrechnen und dann auf den Wert sozusagen von diesem Winkel kommen. Das ist auch noch eine typische Fragestellung bei den Beispielen, die eben zum Thema Reibung sind und grafisch gegeben sind. Ja? Bis zum nächsten Mal.